Oh, ganz viele Autos. Wie, hey du? Siehst du nicht, dass ich hier versteckt hinter einer Ecke bin? Und es wurde die Mission Rufe den LKW-Konvoi abgebrochen. Ach, wisst ihr warum? Weil die LKWs, die da stehen, ist der Konvoi. Moment, wir haben noch 2 Schuss Unterschallmunition. Verdammt, kaum noch Munition. Gucken wir mal, ob es wirklich stimmt. Ja. Da ist der Konvoi. Den sollte ich also nicht zerstören. Dann hat das doch nichts mit der Abmission zu tun. Oh. Weil ich gerade eh hier lang muss. Lauf doch nicht wie so ein Bekloppter immer rum. Oh, ohne Scheiß. Als wenn er einen epileptischen Anfall bekommt. Kann ich einfach ruhig stehen bleiben? Ich finde, Leute, die einen Schock kriegen, sollten einfach stehen bleiben. Dem Panzerkampfwagen scheint noch egal zu sein. Ja! Ich habe irgendwann zwischendurch meine Waffe gewechselt. Ja, ich habe irgendwo mein Scharfschützengewehr liegen lassen. Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Mehr finde ich nicht. So, der Panzer kommt zurück, da ist aber okay. Was? Mehr als 2 Schuss? Jetzt aber. Oh,
Oh, wie ich's hasse. Hallo? Jetzt aber. Und ja, ich wurde gesehen, weiß ich. Und ja, ich wurde gerade ganz fies getroffen. I, blind und gelähmt. Oh, der kommt auf mich zu. Stirb einfach! Och, das kann doch nicht wahr sein! So ein Blödsinn immer. Echt, ey. Jetzt komm hoch mit deinem Scheißkopf. Krieg ihn auch ohne, dass ich die Zielhilfe hab. Da unten ist der letzte. Oder auch noch nicht. Habe wohl alles Verwendbare eingesackt. Alles eingesackt, was es einzusacken gab. Ich schick einfach wild. Ah, da läuft er. Herz. Lunge. Herz bringt 75 Punkte. Wir nicht alle ausgelöscht? Da ist einer und da ist der andere. Naja, ich riskiere mal was. Der andere wird jetzt rauslaufen, weil er nicht genau weiß, wo ich bin. Da muss ich ihn jetzt gleich nur erwischen. Jetzt ohne Scheiß. Komm wieder raus. Jetzt. Das waren alle, die hier noch am Leben waren. Letztes Mal mussten wir ja relativ schnell hier abhauen. Das ist alles. Und ja, unter meiner Frisur, die ich zur Zeit habe, sehe ich eigentlich so ein bisschen. Also, irgendwo muss. Sagen wir mal, es ist eine 30er, 40er Jahre Frisur eigentlich. Das wäre die diplomatisch korrekte Bezeichnung. Andersweit ist das Reinritzen des Schaltes und solche Geschichten. Das haben halt auch sonst Leute nichts mit einer politischen Ausrichtung getragen früher. Das möchte ich aber nicht anspielen. Ich will nur sagen, das gab es halt auch.
So, wenn ich den Konvoi jetzt rufe, muss ich doch bestimmt die einzelnen Leute da rausknallen. Jetzt muss ich nur noch auf den Konvoi warten. Ich brauche einen guten Beobachtungsposten. Ja, und das ist so eine Sache. Oh. Und jetzt? Was ist passiert? Der Laster wurde zerstört, aber wodurch? Ich laufe dem Laster jetzt einfach entgegen. Jetzt auch nicht durch die Sprengfalle, die hier vorne liegt. Oh nein, das war jetzt schon... Ah! Dieses Safe-Game-Desaster jedes Mal. Jetzt muss ich nur noch auf den Konvoi warten. Ich brauche einen guten Beobachtungsposten. Lauf! Oder explodieren die, weil der Panzer da vorne ist. Dann fahren die gegen den Panzer und explodieren dabei. Die kommen wirklich an den explodierten Panzer, steigen aus und dann ist die Mission als nicht geschafft. Was soll das denn? Vor allem, weil eigentlich solche Sachen wie diese explodierte Panzer verschwinden nach einer Zeit. Oh, der Wahnsinn nimmt seinen Lauf, wie immer. Mal sehen, vielleicht kann ich das ein bisschen beschleunigen, dass der Panzer verschwindet. Wenn ich vielleicht noch ein TNT draufschmeiße oder sonst irgendwas. Aber das kann es ja jetzt nicht sein. Oh nein, er bleibt für immer stehen. Das bedeutet, ich muss den Konvoi rufen, muss runterrennen, muss den ersten Fahrer erledigen, bevor der, bevor dieser den Panzer sieht und aussteigt. Easy going. Wo ist mein Katapult, der mich nach vorne schleudert? Warum renne ich eigentlich zurück? Ich muss eigentlich nur das nochmal nachladen. Ha! Countdown fürs Nachladen 8000. Jetzt muss ich nur noch auf den Konvoi warten. Ich brauche einen guten Beobachtungsposten. Nein, du brauchst Tempo. Viel Tempo.
7-Meilen-Stiefel. Am besten Speedsheet. Warum ist das jetzt eigentlich falsch? Bingo. Die Mafia wartet auf mein Signal. Ich muss zur Klosterglocke. Ohne Scheiß, das so eine Kacke muss ich machen. So eine verdammte Kacke. Ja, sorry, dann ist der Teil der Mission einfach gescheitert. Weil ich dachte wirklich, ich muss genau überprüfen, ob ich der Mafia wirklich helfen soll oder nicht. Und war wohl nicht der Fall. Dann stehen die LKWs jetzt hier rum und gut ist. Weil jetzt gehe ich nicht nochmal so weit zurück, dass ich nochmal genau den Abschnitt mache. Sonst nichts. Kann die Mafia mich mal. Jetzt sollen die Nazis für mein Versagen leiden. Und ja, er kriegt gleich einen Herzinfarkt, ist aber in Ordnung. Hm. Sehe viele Gegner. Ich sehe auch schon wieder, wie kacke der hier in einer Ecke schon wieder nicht hochkommt. Vorsicht an die Wand. Wäre zu lustig, wenn der Schuss getroffen hätte. Kommt doch einfach hier hin. Unglaublich, wie ich hier vorbeilaufen kann. Hoch, hoch, hoch. Das reicht noch, ganz entspannt. So, und ab hier kann ich schon den Schuss übertönen. Ich überlege gerade, soll ich mich einmal heilen? Ich heile mich vorher. Damit der Sound wieder ordentlich ist.
Und wo sind die geheimen Informationen hier? Oh, es gibt einen Keller. Wo bin ich hier? Das ist eine echt gute Frage. Wo sind wir hier? Eine Liste mit Namen. Ach, da müssen wir rüberhüpfen. Aber ich glaube... Ah nee, ich hänge nicht fest. Manchmal springt das Spiel leider beim Hüpfen. Ich komme von hier bestimmt in das Kloster rein, ohne irgendeine Wache aufzuscheuchen. Ja, sieht doch super aus. Sind sie mit dem Aufladen fertig? Lass dann bereit. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Also nicht, mich hat jemand gehört. Da läufst du 2 Meter normal. Jetzt krieg ich bestimmt Besuch. Moment, dann gehen wir eine Etage höher. Ja, Velroth, Reichweite erhöht. Boah, das war sogar der letzte Offizier. Ich habe den Dienstplan jetzt von der Anlage hier. Die letzten Abteiunterlagen. Hier gibt es auf jeden Fall einen Safe, den könnte ich sprengen. Super. Also gibt es hier irgendwo noch einen Hochrangigen, der einen Zahlencode hat. Dann ist einer mit 3 Wimpeln. Oh, Sniper. So, die haben von unten geschaut. Da komme ich nicht hoch. Habe ich jetzt gerade mal kurz gedacht, das wäre praktisch gewesen.
Scheiße. Ho sentito un rumore. Ho sentito qualcosa. Komm. Devi assolutamente scoprire cos'è stato. Du willst es doch auch. Danke. So, das hat den an der Ecke erledigt. Ich muss da jetzt irgendwie hinkommen, um an den Code zu kommen. Habe ich den nicht schon durchsucht? Das ist doch der Offizier. Mehr finde ich nicht. Rüber. Kommen bestimmt noch welche von der rechten Seite. Da komme ich gerade an die Treppe hoch. Oh, du stehst hier auf dem Dienstplan. Ach, der war immer noch nicht tot. Scheiße. Hat er nicht gesehen, dass die Granate neben ihm lag. KI. Die KI einfach. Das ist alles. Geht mir nicht so sehr auf die Nerven, Leute. Scheiße, dass er wirklich genau in der Mitte liegt, der Scheiß-Typ, ey. Oh, das ist der Sniper. Tut mir leid, wir müssen einmal laut sein. Wie er nicht durch Visier durch das Visier getroffen. Positionswechsel, wo auch immer uns der Weg hier gerade hinbringt. Toll. Wieder nicht ordentlich getroffen. Jetzt aber.
So, jetzt sind wir da, wo wir vorhin weggelaufen sind. Oh Mann, ey. Das hier wird sehr nützlich sein. Ich bin schon wieder eigentlich vom Kopf her kurz davor zu sagen, oh mein Gott, ich müsste hier mal endlich loslegen und einfach alles in die Luft jagen, was ich sehe. Um einfach mal diese ganze Aggression und den Frust hier rauszubekommen. Aber das mit den drei Kopfschüssen gerade hat schon geholfen. Zeit, vor deinen Schöpfer zu treten. Ich glaube, du hast etwas für deinen guten Freund, Signor Di Nelli. Ah, das war unser... Schätze, ich habe alles eingesammelt. Pierre, schieß mich tot. Vielleicht hat der ja auch... Ah ne, Kapos. Lass das. So, du kannst dein Gehirn jetzt von hinten löffeln. Der Rosenkranz. Beweis genug. Sonst ist nichts mehr zu finden. Aber wir müssten doch jetzt eigentlich... oder? Ah nee, ich habe immer noch nicht die Leiche geplündert von dem hochrangigen Offizier, den ich gefunden hatte. So, nächster Tod. Ich bin eher wirklich Geheimagent als wirklich Scharfschütze. Das wird wehtun. Oh, das wird mich wahrscheinlich töten, wenn ich jetzt darunter hüpfe. Nimm die Treppe. Wir haben jetzt wirklich fast alles erledigt. Es müsste in der Mitte von dem Raum eigentlich noch der hochrangige Offizier liegen. Irgendwo. Und dann können wir auch den Safe aufmachen. Und dann haben wir auch die Nebenquests wenigstens mitgenommen. Da, Tresorkombination gefunden. Mal separat versuchen, hier Cola mit einer Hand einzuschütten, obwohl solche Sachen funktionieren nie, ne? Da passiert nämlich dann nur Folgendes. Ich werde irgendwie über meine zweite Tastatur Cola kippen und hab dann da auch die Arschkarte. Aber das ist echt kacke gelaufen mit diesen dämlichen LKWs. Hat den Leuten also geholfen zu fliehen. Mutig. Ich hoffe, es geht ihm gut. So. Und jetzt müssen wir auch fliehen, bestimmt, ne? So, verlass das Gebiet im Norden oder im Süden. Und hier haben wir noch ein Artilleriegeschütz, was wir mitnehmen sollen. Moment mal, eben auf der Karte gucken. Ich komme bestimmt hier unten an der Mauer raus. Wenn es denn einen Weg gibt nach da hinten. Ja, hier sind schon mal zwei große offene Türen. Da oben könnte ein Scharfschütze lauern. Ich muss auf Fallen achten.
Ich gehe mal eben hoch, weil wir kriegen auf jeden Fall ein zweites Dokument. Da vorne ist eine Falle. Ach so, das ist mit Stolperdraht. Da muss ich gar nicht so chillen. Weil vom ersten Scharfschützen habe ich auch schon die Dokumente mitgenommen. Da habe ich wenigstens die Berichte komplett. Hier gibt's nichts mehr zu finden. War ja klar, ich von hier nicht nach unten gucken kann. Zum Beispiel, um die Leute in Beschuss zu nehmen, die von der Küste kommen. Beziehungsweise gerade an der Küste noch hocken. Weil ich einfach sagen soll am Anfang, das ist eine Challenge. Ich spiele Sniper Elite komplett durch mit der Pistole. Können wir nachher einfach TNT runterschmeißen, das terminiert, oder? Ach, mir brennt diese Sonne in den Augen, ey. Davon, sowas ist man nicht gewohnt in Deutschland. Es ist so schrecklich. Ja, wenn die Alliierten sich hier blicken lassen, können sie was erleben. Vor allem der eine mit Fragezeichen noch. Oh, es hat nicht gereicht, die Waffe zu zerstören. Bestimmt daneben gefallen. Ah ne, ich habe nur einen schwachen Wurfarm. Ah, da oben kommt der nächste und der letzte übrigens. Da bin ich mal so frei, den eben so zu erlegen. Machen wir das hier auch einfach mit einem Sprengrucksack. Und dann können wir das Schiff nehmen und abhauen. Aber das mit dem scheiß LKW-Konvoi ärgert mich unglaublich. Leere Zugwaggons, Erfolgsfortschritt. Ich habe jetzt nicht noch was übersehen, ne? Nee. %75. So eine Kacke. Aber eine weitere Skillfähigkeit freigeschaltet und die Mission wenigstens abgeschlossen. Dann machen wir nächstes Mal weiter bei Küstenstandort Magazeno. Bis dahin, alles Gute.